Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf MTL Modding Team. Mein Name ist Cobra und dies ist ein Informationsvideo bzw. teilweise ein Ankündigungsvideo zur Pistenraupe, so wie sie aktuell in dieser Version ist. Wie ihr schon seht, es hat sich einiges geändert. Da leider die Farbwahl nicht möglich ist, habe ich mir in einer Nacht- und Nebelaktion ein Design einfallen lassen, was etwas schöner aussieht, sag ich mal, weil die ganze Zeit nur so öses Schwarz, na, macht keinen Spaß. So, das Design bleibt jetzt so. Und was sonst noch passiert ist, und zwar der Hashtag alt hat gewonnen, also es bleiben die alten Ketten drauf. Und es hat auch der Hashtag Ultimate Yes gewonnen. Das heißt, die Ultimate Power Variante bleibt drinne. Wie gesagt, für alle, die das für unrealistisch halten, müsst sie nicht kaufen. Wir testen aktuell auf dem Server mit der Maximum Power Variante. Ja, es funktioniert wunderbar. More Power geht auch und die Standard ist halt für die, die es relativ realistisch möchten. So, was ist in letzter Zeit noch passiert? Ja, wie gesagt, die komplette Lichtanlage geht. Sowie Blinker. Die blinken auch vorne. So. Ja, am Innenraum hat sich an sich nichts verändert. Der bleibt an sich so, wie er ist. Ja, was die Spiegel angeht, die werde ich noch überarbeiten. Ein Innenspiegel kommt auch noch hinzu. Das, was ihr hier seht, dass ab und zu mal das Licht weggeht, das liegt an der Sonne, die oben ist, und ein bisschen an der Kameraperspektive. Aber ein paar Abstriche muss man halt machen, ist halt nicht der neueste Mod. So, des Weiteren werden wir immer noch schön weiter testen und geplant ist es, entweder das Teil zu Weihnachten zu veröffentlichen oder wenn ich es vorher schaffe, die 1500 Abos vollzukriegen. Aktuell fehlen da glaube ich noch 200 Abos, also wenn ihr die Pistenraupe vor Weihnachten noch haben wollt, abonnieren. So. Und wie gesagt, die Pistenraupe wird stetig weiterentwickelt. Ihr würdet dann diese Version 2.0 von mir kriegen, wahrscheinlich aber über einen Uploaded-Link, weil eure Spendenbereitschaft ist aktuell für den Arsch. Muss ich ehrlich so sagen, ist leider so. So, wir haben das Ding auch jetzt schon im Multiplayer auf Herz und Nieren getestet. Wie gesagt, wenn hier ein Beta-Test-Video rauskommt, ihr könnt euch gerne dann bei mir auf dem TS einfinden und auch mitspielen. Wer nicht auf dem TS kommt, den kann ich dann leider nicht helfen. Das heißt, der kriegt dann die Pistenraupe auch nicht früher als der Rest. So, was wurde noch gemacht? Ach ja, vorne und hinten sind nur die Oberlenker funktionsfähig. Des Weiteren wurden vorne auf die Fronthydraulik und Heckhydraulik nochmal eine separate Dirt-Textur gelegt. Die werden jetzt auch anders schmutzig. Dann wurden die Ketten so eingestellt, dass sie links wie rechts die gleiche Ausrichtung haben, was vorher nicht gegeben war. Ja, die Rundumleuchten funktionieren wie gesagt. Ich werde sie wahrscheinlich so lassen, wie sie sind. Beziehungsweise hier oben, wo die zwei jetzt sind, hatte ich einen Balken überlegt. Da könnt ihr mir aber dazu was sagen, ob ihr da lieber ob ihr die zwei behalten wollt, ob ihr da lieber einen Rundumleuchtebalken drauf wollt. So. Ach ja, übrigens. Am Sonntag
dieser Woche hat mein Kanal seinen 9. Geburtstag. Da lasse ich mir auch noch was Spezielles einfallen. Also den könnt ihr euch schon mal merken, den Termin. So, das war's erstmal von meiner Seite zur Pistenraupe und so. Ich wünsche euch noch einen guten Start in die Woche oder wenn ihr das Video erst später schaut, einen schönen Montagnachmittag oder Abend. Mein Name ist Cobra, ich bedanke mich bei euch und sage auf Wiedersehen.